Ich würde Sie noch bitten, es sind Studenten anwesend, oder? Also Studenten würde ich bitten, mich mit Herr Magister anzusprechen. Ich habe ein abgeschlossenes Hochschulstudium, das hat mir noch nie irgendwas gebracht und ich möchte das heute einfach mal auskosten. Ich bin aus zwei Gründen hier. Erstens, weil Professor Spätgens mich eingeladen hat auf ein gutes österreichisches Essen. Und der zweite Grund ist, dass ich ein Machtvakuum verspüre in diesem lustigen kleinen kotelettförmigen Land. Und da möchte ich hineinstoßen, denn ich bin machtorientierter Politiker, ich bin Spitzenpolitiker, ich bin Bundesvorsitzender einer kleinen, obskuren, schmierigen Partei, die in Deutschland nach der Macht greift, ohne dass Deutschland das bisher gemerkt hat. Ich bin heute nicht im Parteianzug hier, weil das ein scheiß billiger Anzug ist für 49 Euro vom C&A, den wir Uniform tragen. Es wäre zwar schön gewesen, ich hätte hier heute wahrscheinlich der bestgekleidete Mann des Abends sein können, aber man friert einfach zu sehr in diesen Anzügen. Ich bin übrigens, das wollte ich noch erwähnen, heute hier, ich bin die deutsche Antwort auf Adolf Hitler. Ich bin hier rübergekommen, um eine Partei zu gründen und auch hier nach der Macht zu greifen. Lachen Sie nicht, wir können uns nach der Veranstaltung dann überlegen, ob jemand mitmachen möchte hier. Und ja, vielleicht haben Sie auch gar keine Lust dazu. Wir werden sehen. Und jetzt möchte ich Ihnen kurz zeigen, wie man eine Fußball-Weltmeisterschaft nach Deutschland oder hier auch meinetwegen nach Österreich holt. Ich habe das einmal getan und darf das nicht mehr tun, denn nach diesen Bestechungsversuchen, diesen erfolgreichen Bestechungsversuchen, die Sie gleich geschildert bekommen, musste ich mich mit einem Anwalt von Franz Beckenbauer und vom Deutschen Fußballbund treffen. Und da stand für einen ganz kurzen Moment die Schadensersatzklagesumme von 600 Millionen D-Mark im Raum. Das ist auch für einen Titanic-Chefredakteur eine nicht unerhebliche Summe. Das sind immer noch so 317 Millionen Euro, schätze ich. Und wir wollten die Fußball-Weltmeisterschaft wirklich gerne in Deutschland haben, waren aber nicht sicher, dass wir die bekommen. Deswegen habe ich dann abends um 11 Uhr, ich habe mich noch hingesetzt, habe einen Bestechungsfax aufgesetzt und habe das ins Grand Hotel Dolder gefaxt an 8 Leute. Dear Mr. Blaser, in this difficult situation, Germany would like to emphasize the urgency of its appeal towards the World Cup 2006 in Germany. In appreciation of your support, we would like to offer you a small gift for your vote in favor of Germany. Wenn Sie uns wählen, ist auch ein kleines Geschenk für Sie drin. A fine basket with specialties from the Black Forest, also Spezialitäten aus dem Schwarzwald, including some really good sausages, ein paar verdammt gute Würste. Und wenn Sie, wie ich, das Bild von Chuck Blazer vor Augen hätten, wüssten Sie auch, wie wir auf die Idee mit den Würsten gekommen sind. Do we leave you any choice? We trust in the wisdom of your decision tomorrow. Sincerely yours, Martin Sonneborn, Secretary TDES. TDES, ich wusste von jemandem, der sich in der Wirtschaft auskennt, dass man, um in solchen Kreisen überhaupt ernst genommen zu werden bei einem Bestechungsversuch, eine sinn- und wahllose Buchstabenkombination hinter dem Wort Secretary haben muss. Und TDES steht für Titanic, das endgültige Satiremagazin. Das wusste Chuck Blazer und Charles Dempsey und ihre 6 Kollegen. Das wussten sie nicht, als sie dieses Fax bekamen. Ich habe den Engländern in Interviews gegenüber gesagt, ich tat es für mein Land. Das haben die auch sofort verstanden. Und auf die Nachfrage, ob man das Bestechungsfax hätte ernst nehmen können, pflegte ich zu sagen, ja, wenn man sehr hungrig war. Also wenn Sie Aufmerksamkeit wollen, einfach bestechen, möglichst hochrangige FIFA-Komiteemitglieder und der Rest gibt sich dann von alleine. International tätig sind wir auch mit der Partei. Wir haben für die FDP zum Beispiel, als die mit Jürgen W. Möllemann damals einen antisemitischen Touch in ihrem Wahlkampf hatten, das Ganze ein bisschen weitergetrieben und diese Plakate waren schon ein bisschen fragwürdig. Ich weiß nicht, ob die Älteren sich an dieses Plakat erinnern. Mit dem hat eine ebenfalls dubiose Partei in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts schon mal für Zulauf gesorgt. Deutsche, wehrt euch, wählt FDP. Und das dritte Plakat spielte damals auf die Auseinandersetzung Möllemann-Friedmann an. Jugendfrei und Spaß dabei. Auf den Nenner haben wir es mal gebracht, diesen Wahlkampf. Hier sehen Sie den FDP-Kreisvorsitzenden von Eisenach, der mit mir neben diesem Plakat steht und die bemerkenswerten Worte sagt, ja, sicher polarisiert das Plakat, aber wir müssen doch polarisieren, wir haben doch Wahlkampf. Dann haben wir aber gedacht, jetzt haben wir insgesamt 3 oder 4 Wahlkämpfe geführt, einen auch für die CDU, als Roland Koch in Hessen einen ausländerfeindlichen Wahlkampf geführt hat. Da haben wir die ersten Unterschriften, als eine Unterschriftenaktion startete, gesammelt auf der Zeile in Frankfurt. Und wir hatten Plakate mit der Aufschrift,
Die Ausländer sind da, schöne Scheiße, ihre CDU. Die Leute kamen an unseren Stand und fragten, wo kann man denn hier gegen die Ausländer unterschreiben? Naja, dann haben wir gesagt, wir sind jetzt eigentlich reif genug, wir wissen jetzt, wie Politik geht, wir gründen unsere eigene Partei. Wir haben ein Alleinstellungsmerkmal gesucht, haben gesagt, wir sind die Partei, die die Mauer wieder aufbauen will. Wir machen Schluss mit den Milliarden, die täglich rübergewuchtet werden in den Osten, damit die Leute da goldene Wasserhähne und Stadthallen und Straßen und Telefone kriegen. Die Leute haben uns geliebt in Nordrhein-Westfalen. Das ist ein Plakat, mit dem wir Ole von Beust, den schwulen Spitzenkandidaten der CDU, angegriffen haben. Die CDU wäre aufgepasst, Ole von Beust ist schwul. Und kam sofort eine Reaktion. Der Landesgeschäftsführer der CDU, Gregor Jecke, hat in der Bild-Zeitung erklärt, das hat mit Satire nichts mehr zu tun, das ist Schmutz. Wir haben gesagt, der Mann hat recht. Da haben der Presse am nächsten Tag eine überarbeitete 2.0-Version präsentiert. Schwule Wähler aufgepasst, Ole von Beust ist in der CDU. Die Batterie ist alle, meine auch. Ich zeige Ihnen jetzt diesen Film und dann gehen Sie nach Hause. Sie müssen morgen wieder früh auf die Felder. Tschüss. Vielen Dank. Sie dürfen jetzt gehen.